Zu unserem Pfingstgottesdienst heute Morgen. Thema ist das Wirken des Heiligen Geistes. Wie die Elke Marie schon so wunderbar gesagt hat, Pfingsten, um was es geht. Ja. Jesus ist weggegangen. Er hat uns aber nicht alleine gelassen. Und das ist gut. Dieser Heilige Geist, er will uns in alle Wahrheit reinführen. Und Jesus hat gesagt, es ist gut, dass ich weggehe. Weil dieser Heilige Geist, der kann überall wirken. Jesus war ja örtlich und zeitlich begrenzt gewesen in seinem Zeitrahmen, bis er zum Papa nochmal gegangen ist. Aber wie gut dieser Heilige Geist für uns ist, das wollen wir heute Morgen uns ein bisschen anschauen. Ich gehe heute Morgen mit euch ein Stück weit durchs Neue Testament und auch durchs Alte Testament, weil da viele gute Erfahrungen sind, wo Menschen mit dem Geist Gottes gemacht haben, auf eine Art und Weise, wie er ist. Und lass uns mal reingucken. Apostelgeschichte 7, Vers 51. Wie wir wissen, tut das Neue Testament, kennen wir die Apostelgeschichte gut. Haben wir schon oft gehört, aber auch im Alten Testament war der Geist Gottes ja wirksam. Und hier schreibt der Stephanus, der den Märtyrertod gestorben ist, er war ja angeklagt worden von dem Hohen Rat. Die haben ihn angeklagt, er hat dann viel erzählt über Mose, über das, was Gott durch Mose und im Alten Testament gemacht hat. Und er stand vor dem Hohen Rat. Und der Stephanus hat dann gesagt, Vers 51, ihr seid wirklich unbelehrbar, fuhr Stephanus fort. Ihr habt eure Ohren für Gottes Botschaft verschlossen und auch euer Herz gehört ihm nicht. Genau wie eure Vorfahren widersetzt ihr euch ständig dem Heiligen Geist. Jetzt waren hier Männer, die das Wort Gottes gut kannten, das Alte Testament. Die haben jetzt hier gestanden, Lehrer. Und jetzt haben die so einen Vers bekommen. Wir können unsere Ohren, wir können unser Herz für Gottes Botschaft verschließen. Wir erleben das in unserer Zeit, in unserem Umfeld. Wir persönlich können unser Herz, unsere Ohren verschließen für das Reden des Heiligen Geistes. Wir können persönlich uns verschließen vor dem Wirken des Heiligen Geistes, das glaube ich. Also das gilt nicht nur für die von früher, auch für uns für heute. Stephanus hat das denen gesagt. Und lass uns mal weitergehen in der 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 20-21. Dort steht geschrieben, vor allem aber sollt ihr begreifen, dass die prophetischen Worte der Schrift niemals von dem Propheten selbst stammten oder aus ihrem eigenmächtigen Willen hervorgingen. Prophetisch zu reden, es war der Heilige Geist, der die Propheten dazu trieb, von Gott zu sprechen. Also wir verdanken die Bibel, das Wort Gottes, die Inspiration von dem Wort Gottes, von dem Heiligen Geist. Er hat es inspiriert, das Wort Gottes. Und er hat die Leute darauf hingewiesen, das und das zu schreiben. Es war nicht aus menschlichem Denken. Und wie gut, dass wir das Wort Gottes haben dürfen, es nehmen dürfen. 2. Samuel, Kapitel 23, dort steht geschrieben, in Vers 2, der Geist des Herrn hat durch mich geredet und mir seine Worte in den Mund gelegt. Der Gott Israels, der schützende Fels meines Volkes, hat zu mir gesprochen. Dies sind Worte von David, eins von seiner letzten Worte. David hat viel erlebt mit dem Heiligen Geist, mit dem Wort Gottes, wie erfüllt war, gestärkt war und ermutigt war vom Heiligen Geist.
Und er kommt hier. Im 2. Samuel, im Alten Testament steht das. Der Geist des Herrn hat durch mich geredet. Das brauchen wir. Heute mehr denn je, dass der Geist Gottes dich inspiriert. Mhm. Dort, wo du bist und durch dich reden kann. Zu den Menschen. Weil das sind nicht unsere Worte. Wir brauchen, dass er an unser Herz reden kann. Zu unserer Herzen. Offene Ohren, Herzensohren. Und weil wenn du Gottes Wort der Menschen gibst, der, wie Tote wie auch gesagt hat, wir sehen einen Samen, wir sehen das Wort Gottes, das wird einen Menschen verändern, nicht das, was wir wissen und kennen. Und deshalb, das Wort Gottes ist uns gegeben, wenn wir das sehen, dann hat das eine Wirkung. Wann das aufgeht bei diesem Menschen, das ist nicht unsere Aufgabe. Wir haben es gegeben, das Wort Gottes. Der Nächste tut es begießen, der Nächste tut es verwalten oder pflegen, wie die andere Bibelstelle das auch sagt. Aber Gott schenkt das Wachstum dann in diesem Menschen, in seinem Herzen. Gott braucht ein Herz, wie man eben gesagt hat, ein Herz, das vorbereitet ist. Ein Herzensboden, wo das aufgehen kann, das Wort Gottes auch. Davids letzte Worte. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er hat nicht alles richtig gemacht in seinem Leben. Aber Gott hat ihn nie verlassen, weil er von Herzen Buße getan hat über sein Leben, für das, was er verkehrt gemacht hat in seinem Leben. Und er war bereit, sich auf Gott immer wieder neu einzulassen. Immer wieder Gott zuzulassen in seinem Leben. Und das brauchen wir auch. Immer das Wort Gottes wieder zuzulassen. Auch wenn wir irgendetwas verkehrt gemacht haben, Fehler gemacht haben, ach, die habe ich falsch gesagt oder sowas. Aber lasst euch nicht entmutigen, immer wieder neu. Der Heilige Geist, die Art seines Wirkens in Personen des Alten Testamentes, das möchte ich heute ein bisschen beleuchten. Da gibt es so viel drüber. Der Heilige Geist, er war in Menschen, das können wir lesen, im 1. Mose Kapitel 41, hier sehen wir ab Vers 37, 39, Josef und der Pharao. Josefs Vorschlag gefiel dem Pharao und seinen Hofbeamten. Wir finden für diese Aufgaben keinen besseren Mann als Josef, sagte der König. Denn in ihm wohnt der Geist Gottes. Er wandte sich an Josef. Gott hat dir dies gezeigt. Darum bist du weiser als alle anderen und für die Aufgabe am besten geeignet. Ja, der Pharao hat das in Josef gesehen, dass Gottes Geist in ihm war. Er war nicht einfach nur gut in seiner Verwaltung und an dem, was getan hat. Er hat auch Weisheit gehabt. Selbst der Pharao, ein Mann, der Gott nicht gekannt hat, hat dies erkannt. Der diesen Gott nicht selbst gehabt hat, der selber wollte die Erste, die Nummer 1 sein, hat erkannt, in diesem Josef ist etwas anderes. In diesem ist Gottes Geist. Er hat diesen Unterschied erkannt. Das da ist nicht von Menschen. Und dieser Josef wurde der zweite Mann, in diesem großen Reich von Ägypten, wunderbar, wie Gott das Blatt auch bei Josef gewendet hat. Wir wissen in seinem Leben aus Geschichten raus, wie die Brüder es nicht gut gemeint haben. Und aus diesem Raus hat Gott ihn da rausgeführt. Und Gott konnte diesen Josef wunderbar gebrauchen. Das ist einfach klasse. Selbst er war in Menschen. Wo sehen wir das noch? Er war in Josua. 4. Mose, Kapitel 27, Verse 18 und 19. Dort steht geschrieben, der Herr erwiderte, hol Josua, den Sohn von Nun, denn mein Geist ist in ihm. Lass ihn vor den Priester Eleazar und vor die ganze Gemeinschaft des Volkes treten. Leg deine Hand auf ihn und übertrag ihm seine Aufgaben vor allen Augen. Ja, so soll es sein, gehorsam zu sein, das zu tun. Mein Geist ist in Josua.
Josua, der Nachfolger von Mose. Ne? Der Geist Gottes ist in Menschen. Er war in Daniel, Kapitel 5. Dort steht geschrieben, es gibt in deinem Reich einen Mann, in dem der Geist der heiligen Götter wohnt. Schon zur Zeit des früheren Königs Nebukadnezar bewies er so große Einsicht und Weisheit, wie sie eigentlich nur Götter haben. Die verborgene Dinge ans Licht bringen können. Dein Vorgänger hatten ihn zum Obersten aller Wahrsager, Geisterbeschwörer, Sterndeuter und Magier gemacht. Ist jetzt die Hoffnung für alle Übersetzungen. Lass ihn jetzt rufen, sein Name ist Daniel. Nebukadnezar nannte ihn Belshazzar. Dieser Mann besitzt außergewöhnliche Weisheit und kann Träume deuten. Er löst jedes Rätsel und wird mit den größten Schwierigkeiten fertig. Er soll dir die Schrift deuten. Nebukadnezar hat an der Wand eine Schrift gesehen, hat auch einen Traum gehabt und konnte das nicht deuten. Was heißt das jetzt? Und all seine Berater konnten ihm jetzt nicht sagen, was das bedeutet. Und die Männer am Hof von Belshazzar, war ja der Nachfolger, der Sohn von Nebukadnezar, sie haben sich an Daniel erinnert. Da war Daniel. Er hat große Träume und Rätsel lösen können. Und was hat der König getan? Sofort ließ der König Daniel zu sich kommen. Du also bist Daniel, begann er, einer der Gefangenen, die mein Vorgänger aus Juda hergebracht hat. Man sagt, der Geist der heiligen Götter wohne in dir. Du sollst verborgene Dinge ans Licht bringen können und ungewöhnlich klug und weise sein. So ist unser Gott. Gott bringt Dinge ans Licht. Durch dich auch. Wenn er dich gebraucht und schickt dich irgendwo hin, vor Regierende und vor in unserem Land, wenn auch irgendjemand der Bürgermeister ist, und Gott will dich gebrauchen, kann das genauso gut passieren wie damals auch. Das ist gewaltig. Die Aussage, vielleicht stößt man sich jetzt an der Aussage, dieser König, der konnte nichts anderes sagen, der hat den Heiligen Geist selber nicht gekannt. Hier lesen wir welche. In ihm wohnt der Geist der heiligen Götter. Die haben früher für den Heiligen Geist nicht den Namen gehabt. Wir können Heiliger Geist sagen, wir können Geist der Wahrheit sagen, wir haben das Neue Testament, deshalb störe ich jetzt dort dran nicht. In der Bibel gibt es viele Punkte, wo der Geist Gottes als Atem, als Wind bezeichnet wird, als Ruach und andere Aussage. Deshalb störe ich jetzt nicht dran. Sie haben es nicht besser damals gewusst, sein Name. Wir sind heute, wir dürfen wissen, die Namen des Heiligen Geistes, der Parakletos. Und störe ich doch nicht dran. Aber das Entscheidende ist, in ihm, in Daniel, war der Geist Gottes. Das ist entscheidend. Durch Daniel konnte Gott wirken. Er konnte durch Daniel verborgene Dinge ans Licht bringen. Daniel konnte diesen Traum deuten. Und der König konnte erkennen, Gott hat durch den Daniel geredet. Und es kam Offenbarung in sein Leben drin. Und so ist Gott heute genauso. Er war in Menschen. Der Heilige Geist lebt in Menschen. Jetzt gehen wir weiter. Ich habe da so drei Punkte für uns. Das war der erste. Zweiter Punkt. Der Geist Gottes kam über Menschen. Wo steht das geschrieben? 4. Mose Kapitel 24. Hier ist Bileam. Bileam wusste nun, dass der Herr Israel segnen wollte. Deshalb versuchte er nicht, ihn durch Zauberei zu befragen, wie er es vorher getan hatte. Stattdessen wandte er sich der Steppe zu und richtete seinen Blick auf die Israeliten, die dort nach Stämmen geordnet lagerten. Der Geist Gottes kam über ihn
Und er begann seine Rede. Dies sagt Bileam, der Sohn von Beor. Dies sagt der, dem Gott die Augen öffnet, der Gottes Worte hört. Der Allmächtige gibt ihm Visionen. Und er fällt zu Boden und sieht verborgene Dinge. Also hier war etwas gewesen, dieser Bileam ist ja gerufen worden, um das Volk Gottes zu verfluchen, nicht zu segnen. Das ist gewaltig. Der andere König, der hat gemeint, ah, jetzt verflucht Israel. Und auf einmal steht der, in einer gewissen Zeit, in dem Kapitel steht der auf dem Berg, sieht das Volk Gottes. Und Gott verändert die Situation. Der Geist Gottes kam über ihn. Und er konnte nicht anders, als darüber zu reden. Er konnte nicht das Volk Gottes verfluchen. Er konnte es nicht. Der Geist Gottes, wenn der über dich kommt, da kannst du nicht schlechtes reden über Gottes Wort, über Jesus. Dann wirst du Jesus groß machen. Dann wirst du Gott groß machen. So ist der Geist Gottes, wenn der über dich kommt. Und das ist gewaltig. Das ist gewaltig. Stell dir mal vor. Der hat ihn gerufen und der war so richtig sauer geworden. Jetzt habe ich dich gerufen, du sollst Zauberei, Wahrsagerei und du sollst die verfluchen, damit wir gewinnen hier. Nein. Das Volk Israel, das ist Gottes Volk. Und das wird im Endeffekt siegen. Weil der Geist Gottes wacht über der Gemeinde, über dem Volk Gottes, über Israel. Und wenn dann ein anderer kommt und der Geist Gottes wendet dieses Blatt, kann ein ganzes Heer kommen. Ein ganzes Heer kann gegen eine Gemeinde kommen. Wenn der Geist Gottes anfängt zu wirken und zu reden, über ihn kommt, dann geschieht eine Wende. Und das Schöne ist, hier weiter, im Vers 5, jetzt fängt er hier an zu reden. Vers 5, sehr war klasse. Wie schön sind eure Zelte, ihr Nachkommen von Jakob. Wie prächtig sind eure Wohnungen, ihr Israeliten. Wie weit Täler liegen sie da. Wie weite Täler liegen sie da. Wie Gärten am Fluss. Sie stehen wie Oleobäume, die der Herr gepflanzt hat. Und wie Zedern am Bach. Eure Brunnen werden stets voll Wasser sein. Eure Saat wird auf fruchtbaren Feldern gedeihen. Euer König wird mächtiger sein als Agag. Er herrscht über ein gewaltiges Reich. Gott hat euch aus Ägypten herausgeführt. Er macht euch stark wie einen wilden Stier. Ihr verschlingt die Völker, die sich euch entgegenstellen. Ihr zerbrecht ihnen die Knochen und tötet sie mit euren Pfeilen. Israel liegt da wie ein Löwe. Es ruht wie eine Löwin. Wer wagt es, sie zu reizen? Und jetzt kommt das Entscheidende. Wer euch segnet, wird selbst gesegnet. Und wer euch verflucht, wird selbst verflucht. Wenn wir Israel segnen, werden wir gesegnet. Das ist Gottes Volk. Aber das Schöne ist ja hier, wie der da loslegt. Der hat am Anfang selber, der hat versucht, am Anfang der anderen Verse, Kapitel vortragen, gegen das Volk Gottes zu reden. Und auf einmal steht der da auf dem Berg. Unten ist das Volk Gottes, gelagert in Stämmen, in Ordnungen, hier unten sind sie. Und auf einmal der Geist Gottes kommt über ihn, jo, der macht das groß, der Geist Gottes hat mir die Augen geöffnet und auf einmal fängt er an zu loben, was Gott Großes über Israel macht, gewaltig. Stell dir mal vor, das passiert, wir stehen oben auf dem Berg über Merzig, auf einmal kommt jemand, der vielleicht schlecht reden will über Merzig, über Gemeinden, auf einmal kommt der Geist Gottes, stell euch mal die Situation vor. Bob, da kommt jemand, der will schlecht reden über Gemeinde, auf einmal kommt der Geist Gottes über den und auf einmal fängt er an, ihr seid die Gesegneten des Herrn, ihr sollt gesegnet sein, ihr habt den Gott des Himmels und Erde gemacht hat. Stellt euch mal diese Situation vor, also so bildlich gesehen, jetzt über Merzig so, schon toll. Also Gott kann das. Gott kann nach dem Mund, die gegen ihn rede, schließen, von Menschen, die gegen ihn Schlechtes wollen, rede, kann Gott Mund schließen.
Aber wir haben ja gesagt, der Geist Gottes kam über Menschen. Jo, das ist der zweite Punkt. Da habe ich noch einen Punkt gefunden. In der 2. Chronik, Kapitel 15. Da steht geschrieben, der Geist Gottes kam über Asaja, den Sohn von Oded. Darauf ging Asaja zu Asa und sagte, König Asa und ihr Bewohner von Juda und Benjamin, hört mir zu. Der Herr ist bei euch, solange ihr bei ihm bleibt. Wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen. Verlasst ihr ihn aber, so wird er auch euch verlassen. Lange Zeit lebten die Israeliten ohne den wahren Gott. Sie hatten keine Priester, die sie unterwiesen und kannten das Gesetz Gottes nicht mehr. Aber als sie in Not gerieten, kehrten sie wieder zum Herrn, dem Gott Israels, um. Sie suchten ihn und er ließ sich finden. Amen. So ist Gott heute auch noch. Das ist jetzt die Chronik über die Könige. Gott ist heute genauso noch. Es ist wichtig für uns. Ich nehme das hier so, das habe ich so gelb gemacht. Das ist wirklich entscheidend. Genauso ist es auch, wie er es sagt, jetzt hier der Asaja. Er war ja einer von den Männern, die auch dabei waren, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, mit Daniel, die an diesem Feuerofen war, einer von diesen vier. Er ist schon mächtig gebraucht worden in Situationen. Und jetzt spricht er hier das zu diesem König, Asa. Es ist so. Der Herr ist bei euch, solange ihr bei ihm bleibt. Ich kann mich von Gott wegwenden. Ja. Ich kann ihn nicht suchen. Ich kann ihn verlassen. Aber dazu nachher auch noch ein bisschen mehr aus dem Neuen Testament möchte ich euch näher noch was geben. Das ist wirklich so. Gott will, aber wenn ich nicht will, kann der Geist Gottes will, der will. Wir können uns, wie am Anfang gesagt haben, wir können uns Gottes Geist widersetzen. Wir können nicht wollen. Aber über Jahre, wie wir gehört haben, wenn du über Jahre mit dem Herrn gehst, du hast große Dinge vielleicht schon mit Gott erlebt, wo Gott vieles in dir und in deiner Familie gelebt, getan hat und erlebt hat. Aber trotzdem muss man ehrlich sein, es kann eine Zeit kommen, wo du in der Wüste bist, wo du das nicht mehr so erlebst und spürst, du meinst, der wäre weg. Aber ist nicht, möchte ich dir sagen. Und da komme ich nachher noch zu hin. Jetzt gehen wir auf den dritten Punkt hin. Dritter Punkt aus dem Alten Testament. Der Geist erfüllte Menschen. 2. Mose Kapitel 31, Verse 30, 31. Mose sagte zu den Israeliten, hört mir genau zu. Der hat Bezalel, den Sohn Uris und Enkel Hurs vom Stamm Juda ausgewählt, den Bau des heiligen Zeltes zu leiten. Er hat ihn mit seinem Geist erfüllt und ihm mit Weisheit und Verstand gegeben. Er hat ihn befähigt. Alle für den Bau erforderlichen handwerklichen und künstlerischen Arbeiten auszuführen. Hier war dieser Bezalel. Er sollte die Stiftshütte, das heilige Zelt, machen. Der Geist Gottes hat ihn erfüllt. Und wer die Stiftshütte kennt, diese ganzen einzelnen Teile, wie wunderbar jedes eine besondere Bedeutung hat in dem Stiftshütte. Jedes Einzelheit hat Gott ihn inspiriert, Bezalel und noch ein anderer und viele Arbeiter um ihn herum. Das war einfach nur möglich, weil der Geist Gottes ihn erfüllt hat. Du kannst handwerklich begabt sein, aber hier geht es um größere Dinge, um wichtigere Dinge. In der Wohnung Gottes hat alles eine Bedeutung. Bundeslade, die Engel, Schaubrote und alles, die Tisch. Das Wasserbecken, alles hatte geistliche Bedeutung. Und da müssen wir einfach vom Geist Gottes erfüllt sein, damit wir auch Geist gewirkt
arbeiten könne, damit es zu Ehre Gottes vollendet kann gehen. Und diese Männer haben das, dieser Mann hat das als wunderbar gebrauchen gelassen. Er wurde erfüllt, schon im Alten Testament. Genauso bei Micha. Dort steht geschrieben, Micha 3, Vers 8. Mich aber hat der Herr mit seinem Geist erfüllt. Er gibt mir Kraft und den Mut, für das Recht einzutreten und den Israeliten ihre Vergehen vorzuwerfen. Ich nenne ihre Sünden beim Namen. Micha. Es braucht Mut, Menschen anzusprechen, wenn du in ihrem Leben etwas erkennst, wo etwas ist, was nicht Gott wohlgefällig ist. Dieser Micha hat durch den Geist Gottes, weil er erfüllt war, diese Kraft und Mut gehabt, Dinge anzusprechen. Und auch wichtig, er hat Mut gehabt, für das Recht einzutreten. So Männer und Frauen Gottes brauchen wir heute, für das Recht einzutreten. Weil es ist in unserer Zeit viel Ungerechtigkeit. Gott will vielleicht dich brauchen, wenn irgendwo Ungerechtigkeit ist. Dass du wie Micha dich gebrauchen lässt, wenn der Geist Gottes dir was zeigt, hier ist Unrecht, hier ist Ausbeutung, hier ist Unterdrückung. Wenn du deine Stimme, wie sagt Wort Gottes, für den Schwachen erhebst, für den Unterdrückten, das segnet Gott. Das segnet Gott. Vor allem der Schwache, der in der Situation ist. Gott ist gekommen. Ja, die Tage habe ich noch so gelesen, er ist gekommen ja für diese Schwachen, Unterdrückten. Er ist gekommen, für die, denen zu helfen, ja, die, die schwachen Geistes sind, oder wie soll ich sagen, zerbrochenen Herzen sind, so würde ich sagen, zerbrochenen Herzen. Deshalb ist Gott gerade gekommen, für die zerbrochenen Herzen sind. Und wenn du dann so ein Mensch bist, wo du siehst, hier läuft etwas verkehrt, du trittst für den Menschen ein, dann ist das Gott wohlgefällig. Und auch Menschen anzusprechen, wenn du etwas beim Bruder, Schwester siehst, du hier, läuft etwas verkehrt in dem Leben. Mach das, wie Gott es will. Du wirst ihn dadurch retten, sagt die Bibel. Wenn du etwas an deinem Bruder, Schwester siehst, wo er verkehrt etwas macht, oder vielleicht, er macht es vielleicht aus Unwissenheit auch. Er hat vielleicht nicht die Erkenntnis darüber, aber wenn du ihn darauf hinweist, kann sein Leben nochmal ganz andere Wende nehmen. Ja. Lass uns weitergehen. 4. Mose, Kapitel 11. Provokant geschrieben, Geist Gottes für alle Menschen. Das haben wir gelesen, er war in Menschen, er kam über Menschen, er erfüllte Menschen. Jetzt ist hier eine Situation, ihr wisst, mit der Stiftshütte, die Herrlichkeit Gottes kam immer herab. Gewisse Menschen, hohe Priester, ist ins Zelt gegangen. Und hier war die Situation, Mose war überlastet. In dem Kapitel vorhin dran lesen wir, Mose, er sollte das alleine tun. Und er waren so viele Aufgaben, so große Aufgabe. Und Gott hat das auch gesehen. Und er hat daraufhin ihm gesagt, dass er soll Männer rausrufen. Wir lesen das hier so. Da kam der Herr in der Wolke herab und redete mit Mose. Er nahm einen Teil des Geistes, den er Mose gegeben hatte, und gab ihn den 70 Ältesten. Als der Geist Gottes über sie kam, gerieten sie vorübergehend in ekstasische Begeisterung wie Propheten. Zwei Männer, die ebenfalls auf der Liste der 70 standen, Eldad und Medad, waren nicht zum heiligen Zelt gegangen, sondern im Lager geblieben. Auch über sie kam der Geist Gottes und sie wurden von ekstasischer Begeisterung ergriffen.
Ein junger Mann lief zu Mose und erzählte ihm, was mit Eldad und Medad geschehen waren. Josua, der Sohn Nuns, der von Jugend an Moses Diener war, mischte sich ein und sagte zu Mose: Lass das nicht zu! Aber Mose erwiderte: Hast du Angst um mein Ansehen? Ich wäre froh, wenn alle Israeliten Propheten wären. Wenn doch der Herr seinem ganzen Volk seinen Geist gegeben hätte. Schaut mal hier, Mose hat schon diesen Blick, nicht nur ich. Wenn doch alle das könnte, haben dürften, den Geist Gottes. Wenn Mose wusste, wie gut das ist, den Geist Gottes zu haben und ihn wirken zu lassen. Nicht nur er, er dachte nicht nur an sich, nicht nur ich hab's. Dann hat er jetzt die 70 hier, der Geist Gottes kam über sie. Ich weiß nicht, jetzt warum diese anderen zwei da nicht gekommen sind. Sie waren ja aufgeschrieben, ne? Aber Gott war so, die Name von den anderen zwei war da aufgeschrieben und Gottes Geist kam trotzdem über diese anderen zwei. Ich habe heute Morgen so Gedanken gehabt darüber, ich weiß nicht warum, aber ich habe so noch so Gedanken gehabt, gedacht, was soll das so jetzt so? Ist es manchmal vielleicht in unserem Leben auch so? Jetzt sind hier in der Gemeinden, ach, das sind ja 20, 30, die machen das und das. Lass die das doch machen. Ich gehe heute mal nicht. Lass die 20, 30 das machen. Ist nur so ein Gedanke. Ich sage nicht, dass das richtig ist. Ist nur so ein Gedanke, der ist mir gekommen. Und manchmal in Gemeinden auch, man denkt immer, ach die, lass die doch hingehen, lass die das machen, die können das doch viel besser. Aber ihre Namen hat dort drauf auch gestanden. Und sie haben gemeint, oh, wir brauchen heute vielleicht mal nicht zu gehen. Und Gott war so gnädig und barmherzig, hat gesagt, ah, gut, wenn ihr nicht komme, das ging ja trotzdem der Heilige Geist. Ich weiß nicht warum, das ist schon gewaltig, aber es fordert uns heraus, oder? Es fordert uns heraus. Manchmal, sie sind aufgeschrieben, die gehen nicht hin und der Geist Gottes kommt trotzdem über die. Aber lass es einfach mal wirken. Wenn doch der Herr seinem ganzen Volk seinen Geist gegeben hätte. Das ist das Entscheidende. Gott will. Das ist auch die nächste Folie, genau. Super, Samuel. Das ist an sich die entscheidende, Vers 29. Alle. Gottes Geist wird am liebsten über alle Menschen kommen. Er wird sie am liebsten alle erfüllen. Überführen. Das will er sowieso. Überführen. Das erfülle. Der Geist Gottes. Jetzt ist diese Zeit. Und wir gehen jetzt nochmal in einen Mann rein, der gesalbt war. Der von Gott eingesetzt war. Das ist Saul, König Saul. Ich habe hier oben drüber geschrieben, für alle Zeit eine bleibende Garantie für die Gegenwart des Geistes. Für alle Zeit, immer an mir. Jetzt sehen wir hier, ihr kennt das. Saul war ja vor David, vor König David, wo er gewirkt hat, wo Gott ihn gesalbt hat, wo er gewirkt hat. Und wir lesen hier 1. Samuel Kapitel 10. Saul verabschiedete sich von Samuel und ging fort. Da veränderte Gott ihn tief in seinem Herzen. Und alles, was Samuel vorausgesagt hatte, traf noch am selben Tag ein. Als Saul und sein Knecht schließlich nach Gibea kamen, begegnete ihnen die Gruppe von Propheten. Da wurde Saul vom Geist Gottes ergriffen, sodass er sie wie sie voller Hingabe Prophezeiungen aussprach. Also Saul wurde ja von Samuel gesegnet und gesalbt als neuer König. Und jetzt ist er weggegangen. Und diese Vorhersage, die der Samuel über ihn gemacht hat, hat sich erfüllt. Dieser Saul wurde vom Geist Gottes
erfüllt, dass er Prophezeiung machte, wie die anderen Propheten. Der Geist Gottes hat ihn ergriffen. Die Zusage Gottes hat sich in seinem Leben erfüllt. Aber dann, wenn man die Kapitel weitergucke, wenn ihr in 1. Samuel weiterblicke, in den Kapitel durch, hat er nicht alle Dinge so getan, wie Gott sich das gewünscht hat. Wenn man hier lese, Kapitel 15, da sagte der Herr zu Samuel: Ich wünschte, ich hätte Saul nie zum König gemacht, denn er hat mir den Rücken gekehrt und meine Befehle nicht ausgeführt. Das ist das, was wir auch könnten tun. Gott hat dich gesalbt, Gott hat dich rausgerufen, mit dem Geist erfüllt. Aber er hat mir den Rücken gekehrt und nicht gehört meine Befehle. Wir können uns vor dem Geist Gottes, vor seinen Reden verschließen. Wenn er redet, er will was durch dich tun. Und das war hier der Fall gewesen. Und deshalb konnte der Geist Gottes, konnte Gott ihn nicht mehr gebrauchen. Wie schlimm ist es, oder? Da hat er ja gut angefangen mit Saul. Er fängt mit einem Menschen an, der Geist Gottes erfüllt ihn, ist voll des Geistes. Und auf einmal kehrt dieser König, macht Dinge anders, wie Gottes will, hört nicht auf das Reden. Lass uns doch wachsam sein, in dieser heutigen Zeit mehr denn je. Weil der Zeitgeist geht umher und andere Dinge, die um uns rumschwirren, wollen uns in unsere Gedanken rennen. Lass es nicht zu. Lass zu, was der Geist Gottes dir sagt, was der Geist Gottes der Gemeinde sagt. Guck immer wieder, schau immer wieder ins Wort Gottes rennen. Lass dich nicht verwirren und irre machen von den Menschen und Lügen dieser Zeit. Wir müssen echt aufpassen. Weil wir können Dinge verlieren, wo Gott uns schon gegeben hat. Das wollte ich heute damit auch zeigen. Der Geist des Herrn, Kapitel 16, Vers 14, hatte Saul verlassen. Und ihr wisst, wie armselig der Saul da gehuckt hat. David ist gekommen, sein Nachfolger, hat ihn mit Lobpreis, mit der Harfe, er hat gemerkt, die Salbung war auf David nachher gewesen. David ist gekommen, hat ihm in der Harfe Lieder gesungen und es ist ihm besser geworden. Es ist ihm immer wieder besser geworden. Aber sein Leben wurde ihm gesegnet. Der Geist Gottes war bei David gewesen. Er hat ihn eingesetzt nachher. Ihr wisst das, wenn ihr kennt die Geschichten der Bibel aus dem Alten Testament. Ja, und deshalb ist es wichtig, wie jetzt hier Sprüche. Ja, Sprüche 1,23 sagt, Luther-Übersetzung: Kehrt euch zu meiner Zurechtweisung. Siehe, ich will über euch strömen lassen meinen Geist und euch meine Worte kundtun. Sprüche, da geht es um die Weisheit. Gott will, kehrt euch aber immer wieder. Wir müssen uns immer wieder hin. Wenn der Zug Gott hin. Gott will. Hier steht noch geschrieben im Johannes-Evangelium, Kapitel 7, wo Jesus sagt: Am letzten Tag, am Höhepunkt des Festes, stellte sich Jesus hin und rief der Menge zu: Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, aus dessen Innern werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wie es in der Schrift heißt, mit dem lebendigen Wasser meinte er den Heiligen Geist, der jedem zuteil werden sollte, der an ihn glaubte. Und das ist neutestamentlich. Das steht dir zur Verfügung. Hast du Durst? Willst du trinken? Das kann ich für dich nicht entscheiden. Das kann ich, du für dich. Hast du Durst? Willst du trinken? Komm zu mir, sagt das Wort Gottes, und nehmt, trinkt umsonst. Es ist umsonst. Ich habe für den Heiligen Geist nichts bezahlen müssen. Der ist mir gegeben worden, geschenkt worden, als ein himmlisches Pfand, wie sag mal. Jo, Erstanzahlung. Wir haben dafür nichts bezahlen müssen. Es ist uns gegeben worden.
Wann ist es uns gegeben worden? Wann? Der wird jedem zuteil werden, der an ihn glaubte. Hier geht es darum, hast du zu Jesus ja gesagt, glaubst du an ihn? Da fängt es nämlich an. Glaubst du an den Sohn? Früher, die haben ja an Wort Gottes geglaubt. Ist genau das Gleiche. Wenn du es an Wort Gottes glaubst, die Summe. Das ist genau dasselbe. Die haben ja früher nichts anderes gehabt. Also keine Auslegung darüber, über den Geist Gottes. Aber heute, entscheidend, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Der Maria hat das eben gesagt. Oder nee, der Uwe. Der erste Schritt fängt mit Jesus an. Die Mama hat ja gesagt zu Jesus. In meinem Leben hat es auch angefangen. Ich habe ja gesagt zu Jesus. Wir fangen an, ja zu sagen zu Jesus. Ihn einzuladen. Und genauso, wenn ich ihn einlade, lade ich den Heiligen Geist ein. Der kommt, der will dir helfen, die Schrift zu verstehen. Auf einmal, die Dinge kommen ans Licht, verborgene Dinge, wie wir eben gelesen haben am Anfang. Verborgene Dinge werden sichtbar. Nix Hugi-Spugi, der Geist Gottes wirkt da. Und du wirst es merken an deinem Herzen, wie viele, die hier sitzen, es merken, wenn der Geist Gottes kommt, dein Herz anrührt, dich überführt, die Dinge zeigt, dir Richtung gibt, Orientierung gehört an Navi. Er ist dein Leiter, er ist deine Navigation. Hör auf das, was der Geist Gottes sagt. Folge ihm, folge Jesus. Das will Gott. Das will Gott haben. Der Sohn. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 27 steht, doch der Heilige Geist, den euch Christus gegeben hat, er bleibt in euch. Haltet also an dem fest, was euch der Geist lehrt, bleibt mit Christus verbunden. Das ist entscheidend, was der Geist lehrt. Weil Jesus sagt selber, er wird uns in alle Wahrheit drin leiten. Die Wahrheit, er wird uns die Wahrheit aufschließen. In dem Moment bleibe ich mit dem Sohn und mit dem Vater verbunden, wenn ich das höre, was kommt. An uns ist es gelegen, ich denke, wie früher die ersten Gemeinden zu tun, die haben sich versammelt, wartet, bis der Geist Gottes kommt, bis die Kraft aus der Höhe kommt, bleibt zusammen, bleibt an diesem Ort, habt Gemeinschaft, betet und der Geist Gottes kommt, wenn wir es ihm zuwenden. Der will reden, der will wirken, der will dich erfüllen, der will dich verändern. Das ist das, wenn wir dort bleiben, in dem, wo Jesus ist, dann kommt der Geist Gottes. Jo, also ich habe immer die Frage gestellt, nur auf Zeit wie bei Saul, bleibt der Geist Gottes immer? Johannes 14, Vers 16 und 17 sagt Jesus, wo er sagt, der Geist der Wahrheit will ich euch senden, ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Das ist entscheidend. Der Geist Gottes bleibt bei euch und er wird in euch sein. Das, lieber Bruder, liebe Schwester, das wünsche ich uns alle, dass wir an ihm dranbleiben. Er will in uns bleiben. Er will in uns sind. Nimmt er das für dein Leben? Nimmt er das? Wir haben jetzt Dinge gehört aus dem Alten Testament, wie Gott gewirkt hat, was er gemacht hat. Sie haben den mit dem Namen nicht gekannt. Aber der Geist Gottes, der war schon immer da. Lieber Bruder, lieber Schwester, liebe Schwester, das möchte ich euch sagen.
Der Geist Gottes war schon immer da. Der war schon seit der Erschaffung der Erde da. Der ist nie weggegangen. Das möchte ich dir zum Schluss noch so, gebe dir noch ein paar Dinge mit auf den Weg. Ich habe das die Woche in der Vorbereitung mal so gelesen, aber das wäre zu viel für heute. Der war schon immer da, der war bei der Schöpfung da, der war bei der Schaffung vom Mensch da. Er hat alles mitgewirkt, er war immer da. Er hat vielleicht einen anderen Namen bei anderen Zeiten gehabt, aber er war schon immer da. Die Bibel ist voll von seinem Wirken. Und er hat sich dort nicht geändert. Und deshalb dürfen wir auch sagen, wie Johannes 1 sagt, Vers 16 und 17, denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, der alte Bund. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Dort stehen wir heute, im neuen Bund, durch sein Blut, durch seine Wahrheit. Und lass uns an ihm bleiben. Lass uns an ihm bleiben. Vater, ich danke dir jetzt. Ich danke dir, Herr, für dein Wort, für deine Wahrheit. Heiliger Geist, ich danke dir für das, was du in uns angefangen hast. Das, was du angefangen hast, sagst du, wirst du auch vollenden. Ist in deinem Wort geschrieben, Herr. Du rufst hinter uns her. Wenn wir uns wegbewegen von dir, hören wir eine Stimme hinter uns, die uns immer wieder in Gemeinschaft zu dir hinruft, Herr, zurück zu dir. So bist du, Herr. Du willst nicht haben, dass jemand verloren geht, dass niemand, du willst nicht haben, dass jeder Mensch zu dir kommt in die Ewigkeit, dort, wo dein Heil ist, dort, wo dein Segen ist, hin. Herr, und wir wollen uns, wir haben Ja zu dir gesagt, Jesus. Wie wir hier stehen und sitzen, wir haben Ja zu dir gesagt. Am Anfang, und unser Ja soll auch am Ende gelten, Herr. Bis du wiederkommst in Herrlichkeit, Herr. Und danke, dass du uns bis hier nie alleine gelassen hast. Du bist nie weggegangen, Heiliger Geist. Vergib uns, wo wir weggegangen sind. Wo wir nicht auf das gehört haben, was du uns wolltest sagen. Wo du uns gebrauchen wolltest. Wo wir trotzig waren. Wo wir es nicht dir zugewendet haben, Herr. Wo wir uns verschlossen haben vor dir, Herr. So wirke du jetzt ein Neues an jedem Bruder und Schwester. Und für alle, die es jetzt hören, Herr. Erfülle uns neu mit deiner Wahrheit, mit deinem Leben und dass du in uns arbeiten kannst. Wir wollen Ja zu dem sagen, Heiliger Geist. Ja zu dem, was du uns offenbaren willst, Herr. Weil du in uns lebst, wie es das Wort Gottes uns sagt. Du lebst in uns. Du sollst uns aber auch regieren dürfen und führen dürfen. Und darum bitte ich in Jesu Namen für jeden Einzelnen heute Morgen hier, dass wir es zulassen, Herr. Weil dann wird unser Leben gesegnet und das Leben unserer Mitmenschen, Herr. Ja, gieß aus dein Geist über dieses Land, Herr. Du siehst auch die Verlorenheit, wo Lügen hier in unserem Land sind, wo Unwahrheiten sind in unserem Land, Herr. Gieß aus dein Geist neu über dieses Land und dass deine Wahrheit ans Licht kommt, Jesus. Dein Name soll verherrlicht werden und die Menschen sollen nochmal dich erkennen, deine Wahrheit, Herr. Und sie sollen nicht verloren gehen, sondern Heilung und Rettung bei dir finde, für Zeit und für Ewigkeiten, für dir auch für immer. Ja. Dafür danke ich dir, Vater, in Jesu Namen. Amen. 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 Amen.